Feuchttücher? Wer benutzt hier Feuchttücher im Dschungel? Ich nicht. Du vielleicht? Spezialkräfteübung, Dänemark. Weiß überhaupt jemand, wo Aalborg ist? Dänemark. So, du Praktikant, wer immer du auch bist, schön pixeln. Guck mal, ich gebe dir noch was. Kannst du auch pixeln? So, Freunde, ein neuer Tag, ein neues Abenteuer. Hi, mein Name ist Robert Wagner-Lehmann. Heute sind wir wieder bei der, KSK. Heute. Schütte ich mich zu, denn ich habe da allen Grund dazu. Robert, du bist eine Meckerliese. Nee, ich bin keine Meckerliese. Ich bin Realist. Ich habe keinen Bock mehr. Ich bin erschöpft, müde. Ich habe semi-gut geschlafen. Meine Füße sind schwer, die Beine auch. Ich kann nicht mehr. Nichts getrunken, nichts gegessen. Alle haben Wunden, alle Füße tun weh, alle haben Blasen. Man ist komplett durchgeschwitzt, man ist zerstachelt, zerschunden, zerdschungelt. Wiederhole! 3 Meilen sollten es sein, waren es am Ende 6. Die Knie zittern, die Beine zittern, es tut auch hier und da was weh, es zwickt. Der ist auch komplett nass. Fuck! Ja, nur Scheiße. Das ist feucht, das läuft sich blöder. Die Schuhe sind feucht, es wirft Blasen. Ich habe einen Zugang, ich hatte den Schlauch in der Nase, mein Bein ist taub, ich spüre meine Hände nicht mehr. Aber ich merke es jetzt in den Gliedern, Knie, Rücken, Oberschenkel, Hintern, alles schmerzt. Meine Füße haben jetzt auch keinen Bock mehr. Fuck, ich habe unterschrieben, dass ich jetzt hier dabei bin. Unsere Klamotten stinken, 5 Kilo abgenommen, Augenringe, ich habe ein bisschen überlegten Hals, verstopfte Nase. Ich habe noch nie in meinem Leben so sehr das Bedürfnis gehabt zu schlafen. Man könnte sagen, ich bin am Arsch. Scheiße. Mein erster Panzerkeks. Sehr zu empfehlen. Geht zur Bundeswehr, liebe Freunde, da gibt's Panzerkekse. Und Schokoriegel. Was anderes kriege ich nicht mehr hin. Aber guck mal. Mm. Remember, snakes are very poisonous. However, they're good to eat. Mein Lieblingssatz. Ja, ich komme. Ich habe auch ein bisschen Angst. Brauchst du nicht. Du bist in besten Händen. Mein Bein ist gut und super stark. Ja. Oh, die Jungs sind auch rabiat. Also wirst du zur Seite gekickt und alles. Muss man nehmen. Knallen, wenn er sich wehrt, dann kriegt er halt mal eine. Und dann ziehe ich ihn quasi am Kopf. Kann ich ihn auch hier. Giovanni hat mich ohne Zusatzmittel an einen Baum gefesselt. Was sind diese KSKler für Typen? Ich finde es immer spannend, auch neue Leute kennenzulernen. Ich freue mich auch drauf, dass ich wirklich in so eine krasse Truppe einen Einblick bekomme. Und ich denke, wir können immer gegenseitig was voneinander lernen. Freue mich echt drauf, Jungs. Also, legen wir los, Basti. Jetzt wird's krass. Ja, ich hab Spaß an. Ah, ja. Alter Schwede, ist das geil. Du hast dich totgeschwitzt, aber dann gehst du in den Fluss und spielst die Forelle und ist einfach geil. Ja. Ist einfach geil. Das ist absolut krass. Boah, ist das geil. Alter Schwede, super verwinkelt, super krass. Heckmeck, aber ist geil. Leck mich am Arsch, das ist ja super krass. Und es war richtig, richtig geil. Unfassbar krass, also alter Schwede. Ich komm mal ganz kurz. Es war endgeil. Es war so gut. Ja, macht auch ein bisschen Spaß, aber mir blutet trotzdem das Herz, weil es war echt viel Arbeit. Und es war auch ein bisschen geil. Sah ultra geil aus, sehr, sehr krass. Alter, bumm hier, bumm da, totales Chaos, mega unübersichtlich. Ich check wenig, aber die Typen, alles. Alter Schwede, ey. Ich hätte mir eingeschissen, wenn ich der Täter gewesen. Also man kann damit auch unfassbar gut Frauen beeindrucken, wenn du sagst, ich kann 8 verschiedene Knoten. Ja, heute treffen wir Sniper X und Sniper Y. XY, Fix und Foxy. Die snipen hier, die snipen da, die snipen hier und schreien tralala. So, du Praktikant, wer immer du auch bist, schön pixeln. Guck mal, ich gebe dir noch was, kannst du auch pixeln. So ist okay.
Das heißt Weltfrieden. Denn dafür stehe ich mit meinem Namen. Dann nähert sich ein ziviles Fahrzeug. Oh mein Gott. Und ich stehe hier alleine ohne Schutz auf der Straße, Leute. Die sahen genau aus wie Leute, die einen kidnappen. Genau so. Feuchtücher? Wer benutzt hier Feuchtücher im Dschungel? Ich nicht. Du vielleicht? Muss wahr sein. Basti, die Haare noch mal kurz durchbürsten. Viele böse Blicke von den Leuten mit Bart. Alles klar. Gut. Alter, die scheiß Fische beißen ein, das ist super gemein. Robert gibt alles, sehr gut. So, hier ist das Tier, was ich schon kenne. Von vor 10 Jahren. Das Tapir. Tapir. Das Tapir hat seine Urinaufmark verteilt. Das ist das, was Tapire ebenso machen. Der ist zumindest schon mal nicht giftig. Was genau war das? Blatt. Sicher? Ja. Aber es sah im Schatten so aus, ob es auf uns zukommt. Paranoia dort. Ja. Spezialkräfteübung, Dänemark. Weiß überhaupt jemand, wo Aalborg ist? Dänemark. Das ist ja der Nahkampftrainer und jetzt zeige ich euch, wie man den mit einem ganz einfachen Trick ausschaltet. Während der Handy schreibt. Und er lacht und ich habe schon jetzt ein bisschen. Der ist so geheim. Der kam schon mit einem gepixelten Gesicht hier an. Das kann man ja jetzt sehen. Das mussten wir gar nicht pixeln, das hat er von Natur aus. Man muss ihn einfach ablenken durch ein bisschen Getänzel und man muss ihm ein Handy geben und dann ist das Allerwichtigste. Und jetzt müsst ihr gut aufpassen. Ich sehe Angst in deinen Augen. Der Trick ist so geheim, dass ich ihn leider nicht präsentieren kann. Und der geht auch so schnell, dass das war's schon. So. Und das, was jetzt hier nur noch steht, ist seine leere Hülle. Das ist nämlich quasi der Seelenräuber. So. Er traut sich einfach nicht, dich einfach nur in meinen Arm zu nehmen. Einmal ganz kurz, aber bitte machen wir das, okay? Vielen Dank. Saugeil. Guck mal, ob ich noch was an der Nase habe. Könnt ihr unten in den Kommentaren schreiben. Wo macht man hier nochmal aus? Wer ist eigentlich dieser Jungle Gym? Wer ist denn dieser... Basti, weißt du, wo das ausgeht? Ja. Da, an der Seite. Hier?